sieht so schön aus. Die Babyblättchen, die kommen. Hallo? Ich bin gerade am Fragen und gucken, was kommt, weil das ist der dritte Anlauf und das vorher ist schief gegangen. Ich merke das dann durch Druck im Kopf und der ist jetzt noch nicht ganz weg. Und ich versuche es jetzt zum letzten Mal ein Video aufzunehmen und wir schauen einfach, was passiert. Ja, auch zu welchem Thema. Sonne. Zum Thema Sonne. Ich nehme so eine Art Sonnengott wahr, weiß ich nicht. Jemand, der für die Sonne zuständig ist. Und dieses Wesen kommuniziert gerade mit mir und erzählt, es findet eine Art Wiedergeburt statt. Das, was jetzt passiert, das ist ja auch schon in anderen Welten geschehen. Und zwar, das, was ihr als Sonne wahrnehmt, ist nichts anderes als ein Energiezentrum, welches auch dazu da ist, euch mit Strahlung zu versorgen und um euch am Leben zu erhalten bis jetzt. Und nun geht es darum, einen Bewusstseinssprung zu machen. Einen gigantisch großen Bewusstseinssprung zu machen, der es die letzten Tausende von Jahren nicht mehr gegeben hat, der aber vorbereitet worden ist. Das Spielfeld der Menschen der letzten Frauenjahrhunderte ist ausgedient. Sozusagen, man hat uns spielen lassen in einem begrenzten Rahmen, sodass wir uns knapp noch nicht selber zerstört haben und das Spiel beendet hätten. Und nun geht es in die nächste Klasse oder in ein anderes Spiel, in ein anderes Game hinein, in eine andere Dimension. Da, wo schon einige sind, viele von euch schon sind. Und die Sonne hat folgende Eigenschaften. Das ist das, was jetzt passiert. Sie hebt ihre Frequenz momentan von Minute zu Minute an. Durch das wird der Druck größer. Die Wellen, die auf die Erde, die physischen Wellen, die auf die Erde treffen, werden von Minute zu Minute gesteigert. Und diese Wellen treten in den menschlichen Körper hinein und erzeugen Druckwellen. Druckwellen, das ist eine... Moment, jetzt habe ich mich kurz ablenken lassen. Diese Strahlung bewirkt, dass die Sonne in uns zum Erstrahlen kommt. Und zwar gibt es eine Art Explosion oder eine Implosion in uns, Menschen. Und zwar die gewollt sind, jetzt aufzuwachen. Und der Prozentsatz ist nicht so enorm groß, aber darum geht es nicht. Es ist wie in einer Ameisenkolonie. Es braucht nur eine Königin und ein paar
Arbeiterinnen rund um die Königin und die sozusagen rocken den Laden. Und es braucht nur einen kleinen Prozentsatz von Menschen, die in ihrem Bewusstsein derart erhöht werden, sodass sich sämtliche Strukturen auf der Erde verändern werden. Dies zur Erklärung, warum so viele als unerwacht aussehen und so viele kriegerische Spiele momentan noch stattfinden. Die Sonne erhöht ihre Druckwellen, ihre Ausstrahlung und dies hat direkte Wirkungen auf den Körper der Menschen. Es brechen innerlich Krankheiten teils auch auf oder Disharmonien, weil es zu einer Art Explosion kommt im Körper durch den Druck. Es ist eine Möglichkeit, dies nun loszulassen. Das ist der Grund, warum es viele Verletzungen gibt zurzeit. Disharmonien und auch emotionale Sachen, die jetzt ins Final kommen, ins Finale. Die letzten Themen der Menschen, die erwachen möchten, kommen jetzt nach oben, damit diese jetzt losgelassen werden und abgearbeitet werden können, angeschaut werden können, weil diese dann nicht mehr gebraucht werden, wenn du in die nächsthöhere Frequenz gleitest. Dies passiert nun alles innerhalb von einem Jahr etwas mehr. Ihr seht es durch die äußeren Aktivitäten der Sonne. Das ist kein Zufall. Auch die Erde implodiert in sich etwas. Damit ist gemeint, dass auch sie das loslässt, was sie getragen hat die letzten Jahrhunderte. Dies kommt in Form von Wasser, Druckwellen, Wind, Wetterphänomenen, die jetzt schon bekannt sind, aber auch Lava, Vulkane heraus. Schüttelt sich, bebt. Auch sie löst sich von allem, was sie jetzt nicht mehr braucht, damit sie sich im nächsten Level besser verankern kann. Sie ist ja schon im Aufstieg, wie die Menschen auch. Die Prozentsatz der Menschen. Das sind nicht mehr als 10% der Menschen, reden wir. Weniger. Es ist ein Maximum von 10% erforderlich. Was passiert, wenn die Menschen aufwachen? Abgesehen von ihren natürlichen Fähigkeiten, dass sie durch die Welten sehen können, die Zeit auch nicht mehr so existent ist für ihr Tagesbewusstsein, bringen diese erwachten Menschen eine enorme Energie in sich mit, welches dann auch ausstrahlt wie die Sonne. Das ist auch gemeint mit die Sonne in den Menschen zum Vorschein bringen, zum Glühen bringen, zum Brennen bringen, Leuchten bringen. Durch diese Strahlkraft, wenn diese erwachten Menschen dann über die Erde gehen, in die Regierung oder an einer Sitzung oder in einem Einkaufszentrum, erzeugen sie durch ihre Kraft, durch ihres Licht, durch ihr Licht, eine Art Druckwelle, die auf die anderen Menschen wirkt. Durch das werden viele mitgerissen. Das ist das Phänomen von Führer mit Charisma etc. Wenn jemand viel Leuchtkraft hat, es braucht nur einen Führer, es braucht nur einen Menschen, der erwacht ist oder ein Paar, und die anderen kommen mit. Mit wer sind die anderen?
Das sind diejenigen, die das Licht in sich, auch wenn sie das gleiche Licht in sich tragen, wie diese sogenannten erwachten Menschen, noch nicht zum Vorschein gebracht haben. Es ist noch übermantelt. Und die Strukturen, die sie um sich herum haben, die Verhaftungen, die bleiben auch noch ein paar Jahrzehnte. Das geht noch etwas. Wir begleiten sozusagen diese Menschen. Und das ist eine Einverständniserklärung von Seele zu Seele. Diesen Deal haben wir vorher schon gemacht. So quasi, ich möchte von dir lernen oder ich möchte sehen, wie es ist, als erwachtes Bewusstsein hier zu sein, weiß aber nicht wie, ich inkarniere jetzt und ich danke dir für deine Begleitung. So in etwa. Du siehst also, es kommt nicht auf die Mehrzahl der Menschen an, die in einem bewussten Sektor sich entfalten, sondern es geht um diejenigen, die jetzt am Erwachen sind oder erwacht sind und die ganz in sich bleiben, in ihrer Energie. Und damit diese erwachten Menschen unterstützt werden, werden sie sozusagen angefeuert wie ein Kamin, mit der Kraft der Sonne. Die Sonnenenergie, physisch gesehen, wirkt auf den Körper, ja. Im energetischen Bereich, im höheren Bewusstseinszustand, ist zu sehen, dass sie den Menschen mit Energie beliefert, anfeuert, das entfacht, das innere, nicht Feuer, sondern die innere Sonnenfrequenz, die Ursonne, ihr Urwesen. Und es verbrennt auch alles, was dem nicht mehr dient. Das heißt, es kommt etwas in dem Feld, sei es ein Mensch oder ein Gedanke oder eine Energie, so kann dies sich nicht lange im Feld dieses Menschen aufhalten. Ist nicht mehr möglich. Es ist eine enorme Präsenz, es ist eine enorme Kraft, die von diesen Menschen ausgeht, so dass sie im wahrsten Sinne unzerstörbar wirken oder sehr stark, sehr magnetisch, sehr kraftvoll, sehr energiegeladen. Es strahlt aus ihnen heraus. Dieses Strahlen ist nicht immer äußerlich zu sehen, aber du spürst sie. Wenn du dich in der Nähe eines solchen Menschen aufhältst, fühlst du dich wie magnetisch angezogen. Du spürst die Energiequelle in diesem Menschen. Das verleitet manche dazu, sich dann versuchen anzudocken. Früher auch Energievampire genannt. Aber das ist nicht bösartig, sondern einfach, dass sie von dieser Energie fasziniert sind. Sie wollen diese Energie haben, weil sie es in sich selber noch nicht entdecken konnten, entdeckt haben. Liebevoll von diesen erleuchteten Wesen, Menschen, wird es erkannt. Und sie geben ihnen einen Teil ihrer Energie, die aber wiederum von der Sonne aufgeladen wird. Unter anderem von der Ursonne. Sonne. Die Urquelle allen Seins ist eine unendliche Quelle, eine unendliche Energiequelle, die es auch hier auf Erden gibt. Nur diese wurde noch nicht freigeschaltet für die Mainstream, für die Öffentlichkeit. Vieles wird im Verborgenen gehalten. Vieles ist schon da. Vieles bewusst unterdrückt. Und auch dies nicht aus Boswilligkeit, sondern aus Existenzängsten, aus Angst, die eigene Macht zu verlieren, die eigene Position hier auf Erden. Nicht mehr wichtig zu sein. Diese Wesen finden irgendwann das Licht auch in sich, sodass sie dem dann anfangen zu dienen, dem Lichte.
und nicht mehr das von anderen wegnehmen, damit sie selber in ihrer Illusion des Genughabens sind, dass sie genug bekommen. Wir unterstützen euch. Wir sind die Lichtgestalten, die Kraft der Sonne. Wir sind bei euch, bei deiner Entwicklung und halten dir die Hand. Wärmen dir den Rücken mit unserer warmen Hand, warmen Energie. Mit unserer wärmenden Energie, kraftvollen Energie durchströmen wir dich. Durchströmen wir deine Lichtgestalt. Bringen dich zum Strahlen, weil du willens bist, in die Entwicklung zu gehen. Du bist ein strahlendes Wesen, hier auf der Erde wandelnd. Siehe, wer du bist, und siehe das Licht um dich herum. Siehe nicht die Einrisse, das, was die Medien dir präsentieren. Sehe nicht den Dreck auf den Boden oder die düsteren Gesichter der Menschen. Sehe hindurch, sehe das, was ist, auf einer tieferen Ebene, sprich höheren, die Essenz, die immerwährendes Licht ist, wie auf der Erde hier auch. Fühle und spüre die Energie hier, die hier strömt. Sie stärkt dich, sie nährt dich, sättigt dich, gibt dir Wohlbefinden, dass du deinen Weg gehst. Vertraue deinen Lichtimpulsen. Dies ist ein Channeling in menschlichen Worten, aber nichts anderes als die Urquellen allen Seins, die Sonnenkraft. Die Sonnenkraft ist im physischen und im feinstofflichen Bereich. Oh, ich habe gechannelt. Oh, it's gone. Slapfeder Crystal, it's okay. War schön. Hast du die Energie auch wahrgenommen? Ich freue mich darauf, das in den Kommentaren lesen zu dürfen. Schön. Bis zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen, Teilen, Abonnieren. Ist mir egal. Ich mache es aus der Freude heraus. Mach du, was sich für dich richtig anfühlt. Überprüfe immer, ob es für dich das Richtige ist. Denn dann ist es richtig. Und wenn nicht, dann nicht. So einfach ist es. Die Grasmäher sind hinten dran auch unterwegs. Super. Ich gehe jetzt auch raus. Wow. I love you. Schön, bei dir zu sein. Bye.